schönen Sonntagnachmittag wünsche ich Ihnen hier live aus dem Fuchsbau in Weißwasser. 2,5 Minuten mittlerweile schon gespielt und aktueller Spielstand 1:0 für die Bietigheim Steelers. Vor rund einer Minute ein wunderschön angesetzter Konter. Kyle Just, habe ich gesehen, hat noch die Vorlage gegeben, einfach quergelegt. Und dann ist dort mal kurz und trocken abgezogen worden. Und Maximilian Franz, der Tor der Lausitzer Füchse, hatte da wirklich keine Chance. Scheibe im Drittel der Lausitzer Füchse. Mücke dort in Scheibenbesitz, abgelegt erstmal. Scheibe jetzt rüber auf die linke Seite und jetzt gibt es die Möglichkeit. Wieder viel Pass, meine Güte. Maximilian Adam mit einer, ja, das war der Auslöser gewesen. Und Sie hören es vielleicht ein bisschen am Jubel der Fans der Bietigheim Steelers. Das war's dann gewesen. In der 12. Spielminute erhöhen die Gäste hier auf 2:0. Müssen wir noch aufpassen, wer hier Torschütze war. Kommt hier ein Stück zur Seite gezogen. 12. Minute. 0:2. Und auch das ist ja eine der Forderungen gewesen nach dem Freitagsspiel. Keine Strafen zu ziehen und dann aber mit einem klaren Spielaufbau auch eigene Möglichkeiten sich überhaupt erstmal erspielen. Jetzt nächste Möglichkeit für Bietigheim. So, Matt McKnight legt ab hinter dem Kasten. Die Scheibe kommt 2 Meter vor Franz Repp, vor die Scheibe. Und dann gibt es da das nächste Tor für die Bietigheim Steelers. 13. Spielminute und der aktuelle Spielstand 0:3 aus Sicht der Lausitzer Füchse. Also, da müssen Sie aufpassen, dass Sie hier nicht so unter die Räder kommen wie am Freitagabend. Und jetzt gibt es hier erstmal eine Auszeit von Trainer Hanno Järvenpää. Und damit gehen wir ganz kurz zurück an die Werbung. Mücke war das gewesen, allerdings leicht zu hoch und am Kasten vorbei. Füchse weiterhin im Scheibenbesitz. Eriksen kämpft hier um die schwarze Hartgummischeibe auf der linken Seite. Jetzt Mücke dran. Dann wird durchlaufen gelassen. Jetzt die Möglichkeit und Tor. Schöne Möglichkeit. Eriksen hat da das 1:3 aus Sicht der Lausitzer Füchse geschossen. Und meines Erachtens nach war es dort die Nummer 9. Charlie Janke, der hier die Vorlage gegeben hat. Scheibe schön hinter dem Kasten des Torhüters vorgelegt. Und Eriksen brauchte dort einfach nur noch kurz und trocken unten rechts ins Eck reinzuziehen. Und damit in der 14. Spielminute. Neuer Spielstand, Lausitzer Füchse 1, Bietigheim Steelers 3. Möglichkeit nochmal. Lennartsen im Scheibenbesitz. Wow. Ihm ist dort die Scheibe abgenommen worden, aber Marius Spitz kam dadurch in Punktbesitz, konnte kurz abziehen. Allerdings gehalten vom Torhüter. Jetzt Möglichkeit im Drinne. Jawohl, Marius Spitz. Jetzt macht er das Ding. 2:3. Wir befinden uns in der 25. Spielminute. Die Lausitzer Füchse machen den Anschlusstreffer zum 2:3 durch Marius Schmidt. Die Bietigheim Steelers waren auf dem Weg, um neu aufzubauen, um zu kontern. Und irgendwie hat einer der Füchse dort nochmal seinen Schläger reingehalten. Und Marius Schmidt war in meinen Augen einfach nur ein bisschen spät hinten dran. War dann noch in Torwartnähe bei den Bietigheim Steelers, bekommt die Scheibe und zieht wunderbar oben rein über die Schulter von Martinovic. Ja, Fehler hast du jetzt nicht mehr Option. Bulli gewinnen, das wäre jetzt mal der Anfang. So, das hat geklappt. Jetzt läuft nur die Uhr runter. 11 Sekunden noch. Bodo. 4, nein. Oh, 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 da gibt es eine kleine Rangelei da, aber jetzt ist Schluss. Spiel ist vorbei.